Riesen. Die gigantischen Kreaturen besitzen seit jeher einen festen Platz in den unterschiedlichsten Legenden, Sagen und Märchen. Von unserem heutigen Standpunkt aus betrachtet ordnen wir die monströsen Gestalten ganz klar in den Bereich des Fiktiven ein. Aber das war nicht immer so. Demnach erzählen nicht nur die vielen Volkssagen, sondern auch einige religiöse Schriften von der Existenz ungewöhnlich großer Völker. Heute möchten wir den Mythos der Riesen einmal genauer unter die Lupe nehmen. Was führte unsere Vorfahren zu der Annahme, dass es die gewaltigen Kreaturen wirklich gibt? Und mehr noch, was hat es wirklich mit den seltsamen Riesengräbern und Städten auf sich, welche die Experten immer wieder vor unüberwindbare Rätsel stellen? Bleibt dran und macht euch selbst ein Bild. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem folgenden Video. Die Geschichte der Riesen. Wer herausfinden möchte, was es mit den Hintergründen der Riesensagen auf sich hat, wird schnell fündig. Denn tatsächlich werden die furchteinflößenden Wesen in den verschiedensten Schriften und Erzählungen erwähnt. Werfen wir dazu nur einmal einen kurzen Blick ins Alte Testament. So steht im ersten Buch Mose geschrieben, dass die Gottessöhne einst auf die Erde kamen, um mit den Menschenfrauen riesenhafte Nachfahren zu zeugen. In einigen Apokryphen, also jene Passagen, die nicht in den offiziellen Bibelkanon aufgenommen wurden, erfahren wir, wie die Geschichte der sogenannten Nephilim endete. Da die Giganten immer wieder Jagd auf Menschen und deren Vieh machten, erweckten sie den Zorn des göttlichen Schöpfers. So kam es, dass der Herr der Welten die Nephilim im Rahmen einer gigantischen Sintflut vernichtete. Auch in den anderen Überlieferungen wird der Charakter der Riesen meist als aggressiv und bösartig beschrieben. Innerhalb der germanischen Mythologie stellen die Kreaturen die ärgsten Widersacher der Götter und Menschen dar. Demnach werden sie mit rohen Naturgewalten wie Feuer, Wasser und Orkanen in Verbindung gebracht. In den Legenden des Mittelalters wurden die Riesen dann wiederum zu dümmlichen, brutalen Gestalten degradiert, die hauptsächlich dem Zweck dienen, sich von schillernden Helden bezwingen zu lassen. In den Sagen der alten Griechen verkörpern die Titanen wiederum das älteste Göttergeschlecht. Auch die Giganten, die Kyklopen und die Laistrygonen waren als Götterfeinde und Menschenfresser verschrien. Wenn wir nun auf die ehemaligen Bewohner des Osmanischen Reiches blicken, erkennen wir, dass der Glaube an Riesen auch in dieser Volksgruppe fest verankert war. In diesem Fall handelte es sich bei den Riesen um Monster aus der Vorzeit, die gemeinsam mit den dämonischen Djinnen die Erde bewohnten. Schließlich entsandte Gott den teuflischen Iblis, welcher die Giganten in die entlegensten Winkel der Welt vertrieb. Angesichts der vielen grundlegenden Parallelen, die sich die Riesen hinsichtlich ihrer Gestalt und ihres Charakters in den verschiedenen Erzählungen teilen, ist ihre Geschichte umso erstaunlicher. Besonders auffällig ist die Tatsache, dass nahezu alle Völker des Altertums ihre eigenen Geschichten über Riesen besaßen. So wurden die gigantischen Wesen in den Erzählungen der nordamerikanischen Ureinwohner einst als Urmenschen betrachtet. Besonders merkwürdig ist daher der Umstand, dass heute niemand mit letzter Sicherheit sagen kann, worin der Ursprung dieses Riesenmythos liegt. Die Stadt der Riesen. Ehe es den Forschern vor einigen Jahren endlich gelang, die Überbleibsel dieser sagenumwobenen Ortschaft wiederzuentdecken. Im 10. Jahrhundert vor Christus erbaut, schlummerten die Ruinen die ganze Zeit über in der ostäthiopischen Region Halaa. Die entsprechende Geschichte, die innerhalb der lokalen Bevölkerung seit Generationen weitergegeben wird, erzählt davon, dass die Stadt einst von den Riesen errichtet wurde. Doch damit nicht genug. Angeblich nutzten die Giganten die Ortschaft anschließend auch als stetiges Zuhause. So wurden in der Vergangenheit bereits einige gewaltige Bausteine entdeckt, die der Mensch ohne den Einsatz von modernen Maschinen nicht bewegt haben könnte. So jedenfalls der Volksglaube. Folglich wurden die gewaltigen Felsblöcke von Riesen getragen und aufeinander gestapelt. Auch die Gebäude der verlorenen Stadt präsentierten sich in ungewöhnlich großem Ausmaß. Daher lag der Schluss nahe, dass es sich bei den Bewohnern keinesfalls um normale Menschen handeln konnte. Ganz gleich, ob wir nun an Riesensagen glauben oder nicht, aus archäologischer Sicht war die Wiederentdeckung der Stadt von außergewöhnlicher Bedeutung. Demnach stießen die Forscher hier auf viele unterschiedliche Objekte, die aus fernen Regionen stammten. Die Artefakte mit Ursprung in Ägypten, Indien und China zeigen demnach, dass in den zurückliegenden Jahrhunderten historische Verbindungen zwischen Gemeinschaften bestanden, von denen wir bislang noch überhaupt nichts wussten. So dürfte die ominöse Stadt der Riesen lange Zeit ein bedeutendes Handelszentrum der Region verkörpert haben. Doch was hat es nun mit den aufregenden Legenden auf sich, die den Ursprung des Ortes seit jeher begleiten? Die Analysen, welche die Wissenschaftler diesbezüglich durchführten, zeichneten zunächst ein ernüchterndes Bild. Im Detail nahmen die Experten über 300 Verstorbene unter die Lupe, die einst auf dem lokalen Friedhof bestattet wurden. Das Ergebnis? Alle Personen besaßen eine vollkommen gewöhnliche Statur und wurden keinesfalls als Riesen angesehen.
Für die überzeugten Anhänger der Riesentheorie bedeutet diese wissenschaftliche Untersuchung jedoch keinesfalls die Abkehr von ihren Überzeugungen. So wurden die Ergebnisse der Fachleute zwar anerkannt, allerdings verweisen sie immer wieder einmal darauf, dass die verwendeten Bausteine schlichtweg zu massiv und groß waren, um von gewöhnlichen Menschen verarbeitet worden zu sein. Einmal angenommen, dass die Stadt der Riesen tatsächlich von Giganten errichtet wurde, wieso fehlt von diesen Kreaturen dann jede Spur? Auch diesbezüglich kennt der lokale Volksglaube eine Antwort. Demnach wurden die Riesen als mächtige, ja sogar göttliche Wesen verehrt. Aus diesem Grund wurden die Giganten nach ihrem Tod nicht etwa in einfachen Stadtgräbern beerdigt, sondern an anderen Orten, die als heilig galten. Im Herzen des Dschungels. Wie bereits erwähnt, besaß praktisch jedes Volk seinen ganz eigenen Riesenmythos. Auch die indigenen Bewohner von Ecuador stellten hierbei keine Ausnahme dar. In den lokalen Legenden heißt es, dass die Riesen einst in gewaltigen Dschungelstädten lebten, im Laufe der Jahrhunderte jedoch vollkommen in Vergessenheit gerieten. Dabei werden diese aufregenden Geschichten bis heute mit vermeintlichen Beweisen genährt, wie etwa den geheimnisvollen, auffallend großen Knochen, die bereits in Ecuador aufgespürt wurden. Ein weiterer Mythos erzählt davon, dass sich die unterschiedlichen Riesenstämme in regelmäßigen Abständen trafen und an einem heiligen Ort zusammenfanden. Wo sich diese legendäre Riesenstadt jedoch befunden haben soll, war lange Zeit unbekannt. Im Jahr 2012 gelang es den Forschern allerdings, einige uralte Ruinen im Herzen des Dschungels zu bergen. Einige Personen glauben, dass es sich dabei tatsächlich um die Überbleibsel des legendären Riesentreffpunkts handeln könnte. Demnach stießen die Forscher hier auf einen extrem großen pyramidenartigen Komplex. Mit ihren steil abfallenden Wänden ragt die Struktur etwa 80 Meter in die Höhe. Im Detail setzt sich das Bauwerk aus hunderten unregelmäßig geformten Steinblöcken zusammen, die jeweils rund 2 Tonnen wiegen. Die Bauweise deutet darauf hin, dass die Dschungelpyramide von einer unbekannten Prä-Inka-Kultur erschaffen wurde. Darüber hinaus entdeckten die Archäologen auch zahlreiche Artefakte aus Stein und Keramik, sowie einige Werkzeuge. Allerdings sind manche dieser Werkzeuge so groß und schwer, dass sie von Menschen mit normaler Größe praktisch nicht benutzt werden konnten. Was für die Forscher noch einem waschechten Paukenschlag gleichkam, löste in den Reihen der heutigen Dschungelstämme eine große Angst aus. Denn tatsächlich glauben viele indigene Gruppen, dass derartige Stätten von übernatürlichen Geistern bewacht werden, weshalb es sicherer wäre, solche Orte gar nicht erst zu betreten. Eine Verschwörung? Zugegeben, die Entdeckungen der Riesenstädte bieten reichlich Platz für Spekulationen. So klingen die Geschichten über gigantische Bewohner und Erschaffer zwar überaus aufregend, restlos beweisen lassen sie sich allerdings nicht. Deutlich handfester präsentiert sich daher schon ein offizielles Gerichtsurteil, das vor einiger Zeit in der USA gefällt wurde. So entschied der oberste Gerichtshof, dass das Smithsonian dazu verpflichtet sei, Aufzeichnungen über den Fund von menschlichen Riesenskeletten zu veröffentlichen. Der Hintergrund? Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert stießen die Mitarbeiter des Forschungs- und Bildungsinstituts auf unerklärliche Knochen. Im Detail soll es sich dabei um die Überreste eines gigantischen, menschenähnlichen Volkes gehandelt haben. Da die Bekanntgabe eines solchen Fundes jedoch das gängige Welt- und Evolutionsbild in seinen Grundfesten erschüttert hätte, entschieden sich die Verantwortlichen für einen ganz anderen Schritt. Sie verheimlichten ihre Entdeckung und vernichteten sogleich alle entdeckten Skelette. In einem Smithsonian-Text, der 1894 verfasst wurde, steht geschrieben, bedeckt von einer Muschelschicht wurde ein großes Skelett in horizontaler Position aufgefunden. Und weiter, vom Schädel bis zu den Füßen ist es 2,5 Meter groß. Es ist daher anzunehmen, dass dieses Individuum zu seinen Lebzeiten fast 2,70 Meter groß war. Bedeutet dieser Auszug also, dass die offiziellen Organisationen seit jeher versuchen, die wahren Hintergründe der Riesenlegenden zu vertuschen? Nun, wenn es nach dem Smithsonian Institute geht, ist das natürlich nicht der Fall. In einer offiziellen Stellungnahme geben die Verantwortlichen an, niemals am Fund der Riesenskelette beteiligt gewesen zu sein. Der Riese von Castelnau. Der Riese von Castelnau besteht aus 3 Teilen. Und zwar aus einem Oberarmknochen, einem Schienbein und einem Stück des Oberschenkels. Im Jahr 1890 gelang es Georges Vacher de la Pouche, die rätselhaften Knochenfragmente in einem bronzezeitlichen Grabhügel zu entdecken. Anhand der Ausmaße der Knochen kam ihr Entdecker zu dem Schluss, dass der entsprechende Mensch einst 3,50 Meter groß war. Das Problem? Bislang wurde der Fund noch immer in keiner modernen Untersuchung unterzogen. Aus diesem Grund müssen wir uns hierbei noch auf die Aussagen der Forscher des späten 19. Jahrhunderts sowie die damals entstandenen Annahmen verlassen. Diesbezüglich gab Dr. Paul Kiener an, dass es sich hierbei um die Knochen einer extrem großen Rasse handelt, die eine abnorme Körpergröße aufwies.
Tja, Leute, jetzt ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr über den aufregenden Riesenmythos? Glaubt ihr, dass es die gigantischen Kreaturen einst wirklich gegeben hat? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video doch wie immer ganz einfach unten in die Kommentare. Denkt bei der Gelegenheit auch daran, Topwelt zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um nie wieder eins unserer Videos zu verpassen. Werft zum Schluss auch gerne noch einen Blick auf die anderen spannenden Beiträge unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eins der Bildchen hier im Abspann klickt. Damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.